So, wir sehen uns wieder an der gleichen Stelle, wo wir Maridia zum ersten Mal betreten haben. Nun müssen wir zu einer Stelle gehen, an der es vorher nicht weiter ging, weil wir den Space Jump noch nicht hatten. Ich lasse mich hier nach wie vor ungern einfach herunterfallen, weil ich nicht weiß, wo dieser dumme Fisch gerade sein Unwesen treibt. Ich gebe mal wieder eine faule Ausrede, weshalb ich diesen Part relativ kurz geschnitten habe. Ich weiß einfach nicht, wie der Kampf gegen Draigon enden wird. Dies ist übrigens mein zweitlängstes Projekt von der Anzahl der Parts her. Ich habe insgesamt 39 Parts schneiden müssen. Obwohl es natürlich auch immer ein bisschen davon abhängt, wie lang die Aufnahmen sind. Wenn ihr blöden Viecher meint, ich falle auf euch herein, da täuscht ihr euch aber gewaltig. Da fällt mir ein, es gibt auch noch einen anderen Let's Player namens Deathmig, der soweit ich weiß auch relativ bekannt ist. Er hat dieses Spiel auch gespielt und hat insgesamt 124 Parts benötigt. Bei ihm war es aber auch offensichtlich so, dass er es zum ersten Mal gespielt hat. Das ist in Fanhex immer ein ganz besonders großes Problem, dass man nicht weiß, wo es lang geht. Der untere Weg führt uns nicht weiter. Ich möchte aber trotzdem beide Abkürzungen öffnen. In diesem Raum hier ist übrigens der Beep-Combo versteckt. Aber ist ja klar, dass wir den jetzt doch nicht kriegen können. Wir müssen erst Draigon besiegen, damit der Raum, in dem wir die Sperre entriegeln können, aufgeschlossen wird. Ist zwar jetzt ein bisschen Zeitverplemperung, aber ihr wisst ja, dass ich immer großen Wert darauf lege, die Karte vollständig zu erforschen. Es gibt aber auch noch andere Dinge, bei denen ich großen Wert auf Schönheit lege. Zum Beispiel bei meinen Hausaufgaben von der Berufsschule. Ich überarbeite immer auch nochmal alles auf absolute Sonntagsschrift. Wenn ich das sofort machen würde, wäre ich nur halt leider zu langsam. Hier sollte man besser keinen Anlauf nehmen. Man muss nämlich immer kurz warten, bevor der Space Jump reagiert. Der Screw Attack wird in dem Hack übrigens gar nicht bewacht. Oh, jetzt erwartet uns Draigon. Also dann mache ich auch nochmal einen kurzen Cut.